Yo, Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Gold. Ja, wir sind immer noch auf dem Weg zum Indigo-Plateau, beziehungsweise generell, das kann ich auch nochmal kurz hier auf der Karte zeigen. Dort oben müssen wir hin zum Indigo-Plateau und wir haben noch ein weites Stückchen vor uns, möchte ich auf jeden Fall mal behaupten. Und, ja, ich hab... Oh, hi. Du bist gut, nicht wahr? Es kann sein. Wen haben wir denn da? Achso, wieder ein Astri, ne? Der Andrew. Was ich gerade sagen wollte. Ich habe jetzt auch mittlerweile mal herausgefunden, wie ich den Feuerstein für den lieben Lena bekomme, damit ich ihn weiterentwickeln kann. Warte mal, Wind ist gut gegen Sand, oder? Probier das jetzt einmal ganz kurz. Ich musste mich zur Route 25 und dort mit einer Oma oder ähnliches labern, wenn ich mich recht entsinne. Und das Ding ist aber, es ist relativ komisch, was ich dort halt zum Beispiel gelesen habe. Und wieso ging das jetzt nochmal hier? Okay, das macht doch nicht. Okay, ich dachte jetzt von wegen Sand und so. Okay. Ja, auf jeden Fall ist das so, dass ich anscheinend entweder vorher noch andere vorher entwickeln muss, also beziehungsweise der Frau halt geben muss, verschiedene Pokémon, weil bei der oder der, den, die, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt ein Weib ist oder nicht. Ist ja auch relativ unwichtig. Auf jeden Fall, um auf den Punkt jetzt endlich mal zu kommen, man musste mich bei ihr anscheinend einige Pokémon halt abgeben, damit man halt auch den Pflanzenstein bekommt und den Donnerstein und sonstiges. Also die ganzen Steine, womit man halt verschiedene Pokémon halt weiterentwickeln kann. Und wieso geht das die ganze Zeit daneben? Ach so, wegen Sandwirbel, ne? Und ja, auf jeden Fall ist halt bei der Oma eventuell die Sache, dass ich halt vorher erst ein anderes Pokémon abgeben muss, bevor ich den Feuerstein bekommen kann. Das ist nämlich die Sache, die ich da halt irgendwie nicht verstehe, weil manchmal sagen die es halt so, manchmal nur so. Also sprich, wenn ich das nächste Mal ein Pokémon-Center finde und hin und her fliegen kann, ich hoffe mal, dass es hier noch funktioniert. Weil ich weiß jetzt nämlich nicht, ob ich jetzt noch auf die andere Karte fliegen kann. Das weiß ich leider nicht. Müssen wir einfach mal gucken. Zur Not kann ich das... Oh, Alter, willst du mich jetzt verarschen? Ich will doch den fucking Sandama kaputt hauen! Sand am Meer, haha. Auf jeden Fall möchte ich... Doch, dann dementsprechend erst machen wir hier Pokémon Center oder halt wieder hin. Oh, Alter, du willst mich echt verarschen gerade. Wie viel Sandwirbel willst du nicht auf mich? Oh, was für ein Hurensender, aber ganz im Ernst. Endlich. Naja, auf jeden Fall werde ich das dann mal, falls ich jetzt nicht mehr zurückkommen sollte vom Indigo-Plateau auf die andere Karte, dann werde ich das wahrscheinlich echt so machen, dass ich, so schnell, in der Aufnahme meine ich halt jetzt, werde ich dann wahrscheinlich mal fix offscreen machen, dort einmal hingehen. Und gucken, ob das jetzt so funktioniert, wie ich das dort gelesen habe, oder ob ich jetzt vorher erst ein anderes Pokémon entwickeln muss. Das werden wir dann sehen, Freunde. Nichts. Lass mich raten, woran du denkst. Ich weiß. Du denkst darüber nach, zur Pokémon-Liga zu gehen. Scheiße, der hat sogar recht. Oh mein Gott, der kann Gedanken lesen. Cyril. Okay. Ich hab nie gehört den Namen, ehrlich gesagt. Klingt aber irgendwie cool, der Name Cyril. Falls man das überhaupt so aussprechen tut. Gefällt mir wieder der Name. So ein Starmie, by the way, hätte ich auch mal fangen können. Beziehungsweise ein Sterndu. Sterndu. Sterndu vor allen Dingen. Sterndu. Weil das auch Kaskade lernen kann. Oh Gott, ey. Ne, ich habe auch nochmal nach der Aufnahme jetzt von vorhin geguckt gehabt. Jetzt circa 2 Stunden Pause seit der letzten Aufnahme. Also mit Kaskade etc. Papier, wo ich halt hergegangen bin und sowas. Wo ich das Stratini gefangen habe. Dann habe ich halt nochmal geguckt, wieder welche Pokémon eigentlich generell nochmal Kaskade lernen können. Also generell auch in anderen Editionen und sowas. Und was ich jetzt strange finde, ist, dass in den neueren Generationen, zum Beispiel so Pokémon wie Tentacha und sowas, die jetzt vorher nicht können, oder? Da sind halt einige dabei, auch aus der ersten und zweiten Generation, die es erst in den späteren Generationen lernen können. Das ist halt auch echt strange irgendwie. Aber Kaskade ist eine fucking Wasserattacke. Nice, 41! Ist eine fucking Wasserattacke. Das sollte ja rein theoretisch auch, ne, Wasser-Pokémon lernen können. Naja, was soll man machen, Freunde? So. Wir sehen momentan voll viele Obeis, also auch wenn das jetzt die zweiten waren, glaube ich. Trotzdem. So, das ist zu viel. Das glaube ich dir. Da unten ist ein... Trainer. Achso, da komme ich wahrscheinlich auch noch hin, glaube ich.
So, dann guck ich mal, was dort ist. Du sollst die wilden Pokémon, die hier leben, nicht unterschätzen. Alles klar. Ich glaube generell, hier wird wahrscheinlich auch ein guter Platz sein, im hohen Gras mal dann offscreen zu leveln. Hallo, Bier. Vor allem, was ich auch echt cool finde mittlerweile, ich werde, by the way, jetzt Toastbrot noch auf die magische Zahl 42 hauen. Was halt echt cool ist, dass die Pokémon hier 1000 EP geben. Das finde ich echt nice. Das ist richtig cool. Oh, die hauen doch echt scheißen viel Schaden. So, jetzt dürfte eigentlich tot sein. 1300, holy. Ich muss davon einfach zwei besiegen. Naja, drei besiegen, dann dürfte ich jetzt rein theoretisch ein Level abhaben. Ah, ich tausche trotzdem jetzt mal das Pokémon, ich möchte jetzt nicht bremsen. Aber wie gesagt, ihr merkt schon, ne? Ich habe hier schon kleinere Schwierigkeiten. Ah, komm, ich werde jetzt einfach mal irgendwie benutzen. Ich weiß gar nicht, ich kann mal auch mal gucken, ob ich noch einen Beleber da habe. Ich glaube, ich habe generell noch einen angesammelt. Dann würde ich wenigstens Chris oder Dingens wieder einsammeln vor allen Dingen. Wiederbeleben, also erinnert. Okay, scheiße. Jede Queen hat echt viel Leben, wie mir scheint. Macht aber nicht so viel Charme, what the fuck? Nice, ist sie paralysiert, auch wenn es jetzt nicht mehr viel bringt, aber. Okay, jetzt kann aber dafür nicht angreifen. Okay, mittlerweile jetzt halt Body Check zieht ihr Leben ab und Body Slam zieht ihr nicht Leben ab. Das habe ich jetzt mittlerweile da nochmal gepeilt. So, was hast du noch? Noch ein Starmie. Da passt ja mein Lumpi. So, dann hau mal hier Rasierblatt raus. Das habe ich auch im, jetzt gerade halt verschluckt, vielleicht bemerkt habe. Ich werde das by the way auch so machen, dass ich mir echt ein Pokémon suche. Also mal schaue und google, welche Pokémon man als VM-Schlampi, so nenne ich es einfach mal getrost. Das glaube ich, können wir da doch ein bisschen zu Kappa. Dass ich das auf jeden Fall machen werde und gucke. Sobald es halt 4 VMs halt lernen kann, ist das halt echt super gut. So, kann ich da jetzt noch hin? Tatsache. Gucken wir einfach mal, was da ist. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Toilettenspülung! Okay, da haben wir einen Trainer und einen Pokéball. Zwitscher, Zwitscher! Ach, ein Vogeltyp. Okay, da ist jetzt mein Lumpi natürlich jetzt nicht so super gegen. Der Elmer. Der haut mich wahrscheinlich jetzt One-Hit kaputt. Na, ihr könnt es mal probieren, Freunde. Popo! Der Porenta dürfte jetzt eigentlich nicht so krass tanky sein, glaube ich. Wenn dürfte es mir auf jeden Fall jetzt nicht One-Hitten. Ja, auf keinen Fall. Und es geht daneben. Nice. Popo! Nice. So, und Level 41 für Lumpi. Sehr schön. So, Lumpi versucht Lichtschild zu erlernen. Aber Lumpi, was ist Lichtschild? Dafür sind mir die Attacken hier Body Slam und Rasierblatt dann eigentlich zu gut. Nee. Lichtschild scheint auch ehrlich gesagt auch wieder keine Attacke gewesen zu sein. Bitte schlag mich jetzt nicht. So, also könnt mir ja mal unten unterschreiben, was es eventuell für ein Pokémon ist. Und bevor ich das jetzt wieder vergesse, gucken wir einmal ganz kurz, ob ich jetzt ein Belehrer. Oh, sogar zwei Stück. Ich werde dann jetzt einfach mal so lieb sein und die beiden jetzt mal fix wiederbeleben. So. Ah, da muss ich jetzt auf jeden Fall aufpassen, weil falls jetzt erst im Indigo-Plateau das nächste Poké-Center kommt, weil ich will jetzt echt nicht nochmal komplett zurücklatschen den Weg. Muss ja auf jeden Fall jetzt viel mit Tränken erstmal arbeiten. So, hab ich noch Super-Tränke hatte ich jetzt selber keine mehr, ne? Ne, ganz unten waren auf jeden Fall auch keine mehr. Gut, dann hau ich jetzt mit Limonade den Chris hoch. Beziehungsweise jener auch. Zum Glück haben wir noch einige. Soll mal wieder nachkaufen gehen eigentlich. Ich finde halt, guck mal, ich habe jetzt das höchste Pokémon, was ich habe, hat 140 Leben. Also wieso sollte ich mir das überteuerte Top-Trank-Zeug und sowas halt holen? Auch wenn es cool ist und die Dingens die EP komplett halt hochhaut.
dass der voll heilt, aber... So, was war das jetzt? Solarstrahl, Vorbereitung, Angriff. Okay, was für ein Pokémon kann das denn lernen? Scheint auch wieder ein Lichtattacke oder sowas zu sein, Lumpy. Die Attacke scheint aber auch stark zu sein, die hört sich auf jeden Fall schon mal stark an. Das war sozusagen. Aber ich behalte es auf jeden Fall erstmal. So. Achso, und da kann ich dann nicht weiter, alles klar. Aber ich werde echt da von jedem Pokémon versuchen, die Dinger wegzuhauen. Die VMs. Oder wenigstens bei Lumpy mindestens eins. Da ist kein Weg. Da ist wieder eine kleine Insel. Okay, da schwimmen wir auch mal direkt hin. Ah, wir scheinen auf jeden Fall einen weiten Weg vor uns zu haben, weil es jetzt erst nach oben geht. Achso, okay. Ja gut. Hab ich ja viel gefunden. So. Tjup. Hey Leute, fühle ich mich großartig. Ich fühle mich so stark, dass ich einen den Liga-Champion sehen könnte. Zeig mal, was für ein Pokémon du hast. Bin ich mal gespannt. Also wenn du mich besiegen kannst, dann kannst du den Typen auch locker besiegen. Hundertprozentig. Hallo Arthur. Waldorfisch. Ich würde auch am liebsten jetzt gerade so ein krasses Selbstvertrauen haben, dass ich hundertprozentig davon überzeugt bin, dass ich es hundertprozentig schaffen werde. Weil es ist kein Wasser-Pokémon. Okay. Trotzdem tot. Aber trotzdem, weil ich bin jetzt gerade echt nicht so zuversichtlich, wenn ich ehrlich bin. Einfach aus dem Grund, weil ich glaube, dass meine Pokémon noch um einige stärker sein müssen. Meine 5, die ich aktuell dabei habe. Oh, dürfte es eigentlich auch One-Hit sein? Oh, doch nicht. Aua! Aua! Verstacheln an mir. Hier. Okay, es hätte ansonsten nur 3 Schaden gemacht. What the fuck? Okay. So. Wahrscheinlich jetzt nochmal ein Baldorfisch, oder? Ah, ein Goldking. Cool. Ja, gut, aber ganz im Ernst. Stark ist es schon. Also da muss ich dir getrost lassen, du hast mir richtig viel Schaden gemacht. Aber ich glaube, für die Top 4 reicht es leider nicht. Und für den Liga-Champion leider auch nicht. Es tut mir wirklich leid. Du musst doch ein bisschen mehr trainieren. Ein bisschen mehr. Genauso wie ich. So. 1200, holy. Nein, nicht in diesem Kampf. Und jetzt wahrscheinlich dein Selbstvertrauen wieder runter, oder? Das Angeln und Pokémon sind sehr ähnlich. Wenn du aufgibst, ist es vorüber. Ja, das ist aber generell bei jedem Hobby so. Warte mal, gehst du jetzt noch weiter lang? Nee, okay. Weil der eine Weg deiner... So komischen Vorsprung hat mir jetzt gerade irgendwie voll verwirrt. Und direkt haben wir einen Zufallskampf. Okay, hier gibt's schon mal Radikals. Das ist auf jeden Fall schon mal nice, weil die geben sicherlich viel EP. Also als Levelstelle schon mal... Das schon mal wissen. Weil ich glaube generell auch vor dem Indigo-Plateau ganz oben gibt es noch stärkere Pokémon. Weil ich auf jeden Fall auch noch weiß, dass ich durch eine Höhle muss. Das weiß ich auch noch. Aber mehr ist mir jetzt echt auch nicht bekannt. So. Doch nur 400, okay. Sind ja die Tachas besser. Oh, hallo. Wow, sieh dir all die Ohren an. Ich bin beeindruckt. Aber es reicht dir nicht. Sieh nur zusammen, oder? Ich möchte schon der Champion werden, also das ist schon meine Intention hier von dem Ganzen, was ich hier gerade mache. Hallo Cedric. Psyana. Level 36. Oh, die gibt bestimmt viel EP. Popo! So. Die Attacke klingt irgendwie gefährlich. Diese Psycho-Attacken immer voll die scary Gefühle. Okay, das dürfte 100%. Ah, oder ist das ein Level Up? Nice! Level 42, sehr schön. Hier level ich aber gerade echt schnell. Ein guter Kampf! Auch Dankeschön. Gerne wieder! Also, wenn man mir schon sagt, ein guter Kampf, dann props an dich. So, Chris müsste auf jeden Fall auch mal wieder leveln, von daher hole ich mir jetzt mal nach oben. So, hier dürfte aber jetzt dann irgendwie was sein, oder? Oder auch nicht.
Dio. So. Na komm. Na, Ratikara? Ein Sonderer. Der bringt aber hundertprozentig mehr EP, oder? Kannst du mir echt sagen, was du möchtest? Komm, holen wir erstmal einen Konfusstrahl raus. Konfusstrahl. So müsste er heißen. Und bitte verletz dich selber. Bitte, bitte, bitte. Natürlich. Danke. Macht ja viel Schaden. So, na, macht das viel Schaden. Na, es geht. Nice. In der Kombination mit Verwirrtsein ist auf jeden Fall gut, sag ich jetzt mal. Und stimmt, Schlitzer ist eine normale Attacke. Sprich, Sandama, du kannst eigentlich nur mit deinem Sandwirbel gegen etwas gegen mich machen, glaube ich. So, 600. Nice. So, ist jetzt gerade mal gucken, weil Lumpy müsste ich nochmal heilen, ne? Das war ich nochmal direkt, bevor ich ja gleich nochmal irgendwie tauschen muss und ich da One hier kaputt gehauen werde. Ist mir alles schon passiert, Freunde. So, dann können wir jetzt hier nach oben. Wo sind wir eigentlich gerade? Ich denke, ich mal gerade gucken. Ah, okay, wir haben auf jeden Fall noch ein größeres Stück vor uns. Okay, da kann ich jetzt hoffentlich runter. Mal gucken. Und nochmal Hallo, Radikal. So, dann haben wir... Ach, verdammt, ich wollte jetzt zuerst den Konfusstrahl machen. Obwohl, ach, ich kann doch gar nicht gegen dich kämpfen, Mann. Ja, komm, ich will ja trotzdem die EP jetzt mitsnacken. Ah, guter Schlag. Es wird aber nicht viel bringen, ehrlich gesagt. Weil ich jetzt das Flammenrad einfach voll auf dich drauf hau. Und ich hoffe, du verbrennst elendig. Und... Ah. Es gibt doch keine gebratene Ratte, Freunde. Leider nicht. So, jetzt wird's zur Geschichte sein. Yay, 200 EP für uns. Wupp, wupp. Hype. So, hier geht's aber jetzt runter. Das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Weil der Weg hat mich auf jeden Fall jetzt schon mal... Punita, hallo. So, Konfusstrahl. Mit der Hypnose würde mir das jetzt etwas zu lange dauern. Und ich glaube, es kommt im Endeffekt auf das Gleiche hinaus von der Zeit her. Haha, du kannst mich nicht angreifen. So, zwei Hits bitte. Nice, genau zwei Hits. Außer es verletzt sich jetzt selber. Nice. Weil ich schätze mal eh, dass ich jetzt Hypnose und die andere Attacke, Nachbar, auf jeden Fall dann verlernen werde. Falls Chris dann hoffentlich mal eine neue Attacke lernt. Bitte. Oh, nice. Traumfresser. Hatten wir die nicht als TM? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Oh Gott, darauf hätte ich mal achten sollen. Ja, trotzdem, aber da ich jetzt eh nach mal weghauen möchte, mache ich das mal so. Aber Hypnose ist auf jeden Fall besser, weil ich dann dementsprechend die Leute einschläfern kann. Ich guck mal eben. Ich glaube, dass ich Traumfresser schon hatte, oder? Das hatte ich ja, glaube ich, in irgendeiner Dingens bekommen, oder? Kann auch sein, dass ich es gerade vollkommen scheiße laber. Traumfresser, na komm. Okay, ich labere vollkommene Scheiße. Alles klar. Oh, hier ist ein Haus. Oh, hier ist ein Buch. Hier steht etwas geschrieben. Lesen, natürlich. An meine Brüder und Schwestern. Wir sind stolz darauf, Pokémon-Trainer zu sein. Wenn ein Trainer mit dir spricht, gib ihnen etwas Nützliches. Eure Monja. Weiterlesen, von mir aus. Montag, Monja, Route 40. Dienstag, Dietlinde. Okay, was bedeutet das denn? Ach so, mit dem Netzsein und sowas. Ach, guck mal, das war, glaube ich, auch mit der TM, die ich mal bekommen habe, oder? Cool, da haben wir hier auf jeden Fall schon mal den ultimativen Tipp. Ja, okay, da kann ich jetzt auch so zurückdingsen. Oder ist hier was? Nee, da bin ich ja nun mal gekommen. Ah, alles klar. Okay, gegen dich kann ich wieder nicht kämpfen. So, dann würde ich jetzt mal sagen... Nee, da... Ena. Warte mal, Boden? Boden und Pflanze, das möchte ich jetzt gerade trotzdem nur mal ausprobieren. Boden sind, glaube ich, gut gegen Pflanze und Pflanze ist aber nicht gut gegen Boden, glaube ich, ne? Das möchte ich jetzt gerade nochmal kurz ausprobieren. Und ich sehe auch gerade, verdammt, die Folge geht schon wieder viel zu lange. Das wollte ich gar nicht! Oh, okay, es ist anscheinend umgekehrt.
Okay. Ich dachte, Sand könnte eventuell von uns kaputt machen. Ich sollte nicht so viel denken bei der Pokémon. Nee, ist mir schon öfters gedacht. Ach, von daher, meine lieben Freunde, das war's auch erstmal mit dem Parrot Pokémon Gold. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, bei Pokémon Gold. Haut rein. Tschüss.